Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott hat gute Gedanken über dich. Glaubst du das? In Jeremia 29,11 da steht, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Hoffnung und Zukunft. Hoffnung, Frieden und Befreiung von deinen Nöten. Eine wunderbare Verheißung. Er schenkt uns Hoffnung, er schenkt uns Frieden und alles, was wir brauchen. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute das Thema, Gott überfordert uns nicht. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gott überfordert uns nicht. Und da gibt es einen wunderbaren Bibelvers. Der steht in 1. Korinther 10, Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Ich finde das ein wunderbares Wort, eine wunderbare Zusage, gerade wenn man meint, jetzt breche ich dann zusammen, ich kann nicht mehr, es geht gar nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr und so weiter. Dann haben wir hier die Zusage, dass wenn auch mal eine Prüfung kommt, auch mal eine Probe des Glaubens, er tut uns da nicht mehr aufladen oder lässt nicht mehr zu, wie wir ertragen können. Und nach jeder Prüfung gehen wir auch wirklich gestärkt wieder heraus und wir können Neues erleben und mit Gott erleben. Und Gott möchte uns auch nie immer in einer Wüste lassen und sagen, der hat's verdient oder die hat's verdient und die muss bestraft werden. Nein, wir haben einen liebenden Gott und er führt uns heraus aus den Prüfungen und siegreich führt er uns heraus. Danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass du nichts zulässt, das größer ist, als wir ertragen können. Dass du uns die Kraft schenkst. Und Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch genau diesen Personen die Kraft schenkst, die meinen, jetzt breche ich zusammen, ich kann nicht mehr. Danke, Herr. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen ging bei uns ein. Danke für euren Dienst und die Hoffnung um 12. Ich leide seit einigen Wochen unter unerträglichen Knieschmerzen, die mir den Alltag sehr erschweren. Ich habe Arthrose und zusätzliche Probleme mit dem Innenmeniskus. Ich wäre sehr dankbar für euer Gebet und bitte Gott inständig um Heilung. Danke für eure Gebetsunterstützung. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Person kennst, die uns da geschrieben hat, die so furchtbare Knieschmerzen hat. Und ich danke dir, dass deine heilende Hand jetzt genau auf diesem Knie liegt und dass diese Schmerzen verschwinden, dass du sie ans Kreuz genommen hast und dass sie diese Person diese Schmerzen nicht mehr tragen muss, sondern dass sie verschwunden sind durch deine Heilungskraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass auch dieser Innenmeniskus wieder in Ordnung ist, dass er in seine göttliche Schöpfungsordnung zurückkehrt und keine Schmerzen mehr verursacht. Danke, Jesus, für den Heilungsstrom, der jetzt gerade durch diesen Körper fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf Facebook erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für Krankheit. Habe heute 4 Überweisungen für Ärzte bekommen. Gefäßchirurgie, meine Fußpulse sind schwach. Termin beim Kardiologen wegen Herzflattern. Eventuell Diabetes und Rückenschmerzen. Ich rauche sehr viel und habe Probleme mit dem Gewicht. Zu viel Süßes. Bitte um Gebet. Ich danke euch von Herzen im Voraus.
Jesus, und ich danke dir, dass du dieser Person begegnest. Und ich danke dir, dass auch all diese Süchte gebrochen sind im Namen Jesus. Diese Esssucht nach Süßem und auch dieses Rauchen. Danke, Jesus, dass du die Ursache beseitigst und dass das alles keine Wirkung mehr hat in diesem Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass auch all die anderen Dinge dadurch geheilt sind. Und ich danke dir, dass dieser Fuß wieder normal funktioniert, die Durchblutung und auch das Herz und der Diabetes und der Rücken und der ganze Körper braucht eine Rundumerneuerung. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du diese Erneuerung schenkst und dass diese Süchte gebrochen sind und verschwinden im Namen Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ja, eine Frau schreibt uns ihre schwierige Situation und bittet um Gebet. Mein Mann leidet seit mehreren Jahren an Burnout und ist immer wieder längere Zeit krank. Erst jetzt hat er einen neuen Ausbruch hinter sich und arbeitet seit Anfang des Monats wieder. Dafür bin ich sehr dankbar. Meine Kräfte sind ziemlich am Ende und es fällt mir zunehmend schwer, mich um alles zu kümmern. Ein ganz großes Problem ist immer wieder unsere finanzielle Lage. Dem Herrn sei Dank, wir haben in dieser schwierigen Zeit Arbeit, aber irgendwie reicht das Geld nie aus. Wir brauchen dringend Hilfe oder einen Weg, wie wir es besser machen können. Ich brauche wieder Kraft, Energie und Motivation und mein Mann Heilung. Ja, das ist ein richtig großes Paket. Aber Gott möge die Lösung schenken. Und danke, Herr. Danke, Herr, dass du wunderbar auch diesem Mann begegnest mit dem Burnout. Die ganzen Folgen, die ganze Situation, die das zum Teil auch hervorgerufen haben. Und ich danke dir dafür, Herr, für eine göttliche Ordnung in das ganze Leben dieser Menschen. Ich danke dir, schenke ihnen Lösungen, Herr. Neues, Herr. Ich danke dir dafür. Zeige ihnen auch, Herr, was sie lassen sollen und was sie neu machen sollen. Ich danke dir dafür, dass du der Löser der Probleme bist. Und Herr, dass bei dir es eine Perspektive gibt, wenn es irdisch, menschlich nichts mehr gibt. Danke. Amen. Amen. Eine sehr besorgte Mutter schreibt: Unser Sohn, 16 Jahre, ist seit einem halben Jahr, aber insbesondere die letzten 3 Wochen abgestürzt. Drogen, unbekannte falsche Freunde, Diebstahl, kein Schulbesuch mehr. Er besucht die 10. Klasse des Gymnasiums, kommt nachts manchmal nicht nach Hause, belügt und betrügt uns. Wir haben keinen Zugang mehr und müssen hilflos mit ansehen, wie er sein Leben gegen die Wand fährt. Wir brauchen ein großes Wunder, dass er aufwacht, umkehrt und seine Identität in Jesus findet. Ja, kann mir vorstellen, die Sorgen der Eltern, und da wollen wir jetzt auch beten. Danke, Herr, dass du diesem Sohn begegnest. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass das Gebet der Eltern und auch wenn wir hier beten, wirklich eine Veränderung bringt. Und wir gebieten auch jeder Feindesmacht Finger weg von diesem Sohn. Und Herr, lass ihn deine Liebe erkennen. Lass ihn erkennen, dass das absolut uncool ist, was er jetzt tut, dass das so schädlich ist, dass es wirklich cool ist in den Augen der Welt, aber total zum Schaden für ihn und was drumherum ist. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Schenk ihm tolle Freunde, schenk ihm eine Perspektive, schenk ihm wirklich Einsicht. Ich danke dir dafür und auch den Eltern, schenke ihnen auch Weisheit, mit ihm umzugehen, dass sie die Situation nicht noch anschieben, sondern wirklich, dass er sich wieder geborgen fühlt zu Hause. Ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der mit diesen Menschen bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott tut wunderbare Dinge. Es geschehen immer wieder Versöhnungen in Familien. Wie auch diese Frau schreibt:
Ich habe bei der Gebetsnacht für mich beten lassen, dass bei mir ein geistlicher Durchbruch geschieht und dass sich die Beziehung zu meinen Kindern wiederherstellt. Ich habe Ruhe und Frieden gefunden. Ich habe nach fast 18 Monaten meine Tochter wieder gesehen. Es war wunderbar, offen, ehrlich und angenehm. Gott hat auch in der Beziehung mit meinem Sohn eingegriffen. Wir nähern uns wieder, haben wunderbare Gespräche und eine tolle Gemeinschaft. Danke für eure Ermutigung. Das freut uns immer ganz besonders, wenn Familien wieder zusammenfinden. Und eine Befreiung von den Heilungstagen, schreibt eine Mutter. Ihr Lieben, ihr habt am 1. Mai bei den Heilungstagen für meine Tochter gebetet. Sie konnte mit dem Kiffen aufhören und hat auch das Zigarettenrauchen stark eingeschränkt. Danke für eure Gebete. Eine wunderbare Befreiung. Auf Facebook erreichte uns dieses Zeugnis. Liebes Gebetsteam, ich möchte ein Zeugnis melden. Ich habe euch um Gebet für unsere finanzielle Situation gebeten am 25.10.2020. Ich hatte keine Ahnung, wie das gehen soll. Nun ja, durch verschiedene Umstände, unbemerkt, konnte mein Mann alle offenen Verbindlichkeiten begleichen. Er ist selbstständig. Alleine dem Finanzamt konnte er letzten Monat 21.000 Euro bezahlen. Sein Konto wurde entsperrt. Ich war in der Lage, über 10.000 Euro nebenbei anzusparen und wir sind wieder auf einem grünen Zweig. Der Herr hat eingegriffen und uns mehr gesegnet als erwartet. Ich danke ihm von ganzem Herzen und euch für das Gebet. Gottes Wege sind oft außergewöhnlich und da, wo wir keine Türen sehen, keine offenen, da hat Gott aber doch eine. Und wunderbar getragen von Gott durch schwierige Zeiten lautet dieses Zeugnis. Unsere Tochter geht es immer noch sehr gut. Sie hat seit über 6 Monaten keine Rückenschmerzen mehr und hat in dieser Zeit nun 20 Kilo zugenommen. Obwohl die Umstände mit Corona für sie fast unerträglich waren, hat sie in tiefem Vertrauen zu Gott jeden Tag wunderbar getragen, begehen dürfen. Wir sind so dankbar. Ja, das glaube ich. Ja, wir sind auch sehr dankbar für jedes Zeugnis, das wir hören. Und was mich auch begeistert, oftmals ist in einer Sendung ein Gebetsanliegen und dasselbe Gebetsanliegen, also derselbe Inhalt eines Gebetsanliegens von einem anderen, kommt als Heilung oder als Gebetserhörung zurück. Und das ist so wunderbar. Gott erhört Gebet. Hat er auch dein Gebet schon erhört? Hast auch du irgendwas erlebt, ein Wunder, ein kleines, ein großes? Lass es uns einfach wissen. Wir freuen uns, wenn wir es weitersagen können. Ja, der Tipp heute an dich oder für dich. Wenn du meinst, dir geht die Kraft aus, lies wirklich diesen Bibelvers in 1. Korinther 10, Vers 13. Und er wird dich bestärken, dass Gott mit dir ist. Dass nicht die Last größer ist wie die Kraft. Er wird dir die Kraft geben. Und wenn du Hilfe brauchst im Gebet, dann lass es uns wissen. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und am Sonntag sind wir wieder für dich da, 10 Uhr im Livestream oder auf YouTube. Oder komm doch einfach mal vorbei in die Christuskathedrale. Jetzt kommen immer mehr Leute, die wieder von weiter weg kommen. Und wir beten auch gerne am Schluss vom Gottesdienst für dich persönlich, wenn du nach vorne kommst. Nutze irgendwie eine Gelegenheit, nächsten Sonntag den Gottesdienst wirklich zu erleben. Und wenn du montags auch noch was brauchst, abonniere die Ermutigung der Woche. Auf unserer Webseite kannst du das abonnieren, völlig kostenlos. Es kommt per E-Mail für dich jeden Montag auf dein Handy oder in deine Mailbox. Schön, dass du dabei warst und wir freuen uns, dich bald wieder zu begrüßen. Tschüss. Der Herr segne dich.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.